You want to go to room with him? Lisa, our last day here in Dubai together. Wir haben jetzt hier ein paar Snacks geholt, bisschen Kaffee, Datteln und Obst. Und ja, wir machen jetzt einfach ein bisschen entspannten Vormittag, Freunde. Setzen uns vielleicht ein bisschen zum Strand. Wir waren real talk. Wir sind 2 Wochen hier und wir waren kein einziges Mal am Strand. Ist eigentlich eine Schande, aber erstes Mal, wo ich hier in Dubai war, bin ich genau in diesem Hotel gewesen und um 0 Uhr angekommen und bin um 1 Uhr in diesem Five Guys. I run into this Five Guys and I ordered 2 burgers, 2 hot dogs. 1 milkshake and big cocks here and I eat everything. I will show you hopefully very soon the city Austria where I'm from. I don't know the city Austria. Really, George? Ah, Alter, Leute, ganz kurz, das wollen wir. Lambo. Stehen dieser Wegen, es ist so geisteskrank. So, Freunde, Lisa wollte jetzt auch noch mal kurz hier die Kamele auschecken. Ich wollte du nicht. Lisa, how is your sister? My sister good now. It's good after surgery. Why you say that? No, just asking if she feels good. Geht da jetzt ab, Jungs? Yes, now she feeling good. I think she needs, I don't know, George, your help or something. Yes, you need the sheep and... Lisa, would you be happy when George and me visiting you and your sister? Yes, I'm happy. I would be happy. That's good. Okay, Bro, was hast du hier entdeckt? Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben Raising Cane's hier. Wir waren mal in Amerika vor einem Jahr und ich schwöre es euch, ich habe den Laden dort so zerlegt. Ohne Witz, in meinen Augen das geilste Fastfood. Okay, Lisa, you will try this now. I hope you will like it. For me, it's the best fast food which exists, okay? Mhm. Es ist wirklich gut. Ja. Es ist wirklich gut. With little bit. Usual. I don't like this so. No. Digga, das ist ohne Witz das Einzige, warum ich herkomme. Also ohne Witz, Freunde, ich finde, jetzt mal drauf geschissen, was Lisa sagt, das ist das geilste ever. Real talk, also wenn man das mal irgendwo sieht, Freunde, ohne Witz. Was gibst du dem Place? 10 von 10. Das ist stark. Endlevel, Prost, Mahlzeit auf euch, Freunde. Raising Cane's war ein Reinfall. Raising Cane's you didn't like, right? Mm-hmm. We have 3 other restaurants or something we need to visit tonight. We said Cheesecake Factory. We want to try cheesecake. Yes. Then what you want? Shake Shake Burger. Burger. And then something normal, Freunde. Wir werden auch noch einmal irgendwas essen gehen. Freunde. 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 And you also ask me why I always say bro when I talk with my friends on telephone. Bro, bro, bro. Bro, bro. Bro, 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 bro. Junge, das Ganze eskaliert hier. Aber diesmal, Freunde, das war nicht meine Idee, dass wir jetzt hier beim Donutladen sind. Das war die Idee von dem Herrn hinter der Cam, und zwar George. Aber Lisa ist Gott sei Dank für solche Sachen immer leicht zu überreden. Man fragt sie, willst du Donuts haben? Yes, of course. Ich schwör's euch, Leute, bei diesen Donuts, die Basic Ones sind die besten. First Bite, Best Bite. I like the normal one, so crazy. Mm. George, wie ist deiner? George hat Lotus, Freunde. Sehr geil. Sehr geil. I like yours more. Why your food so yummy? Okay, now I try George once. Boah. Was ist der beste, sagst du? Das Ding ist, der ist basic, der ist ein bisschen übertrieben. Ich gehe mit dem. Yeah, very yummy, but what is it? Spekulatius Cookie. Spucken! Spucken! Not reinspucken now. No, no, spucken. Yours most calories. Because I'm pancake. I don't know why, but Lisa says always she's pancake. I like pancake, you so it's good. This first time. You say you pancake. Because you say you think you're fat, and I say no, you're not fat. Then you say you pancake, and I say okay, I like pancakes. You pancake from now on. When I come back in Moscow, I will be not fat, okay? I promise. Baby, you are not fat, but you pancake. I like pancake. The way you do this, it's beast me, Jablin. Leute, ich schwör's euch, das ist ein Wahnsinn hier. Ein Learning, Freunde, was ich habe, seitdem ich jetzt seit 2 Monaten eine Freundin habe, kann es einfach nicht richtig machen, egal was man macht. Ein Traum
ist wahr geworden, Freunde. George, ich bitte dich einmal kurz hier an die Theke filmen. Freunde, wisst Bescheid, beim Reisen ist es immer ein bisschen ein Pain, immer seine Subs am Start zu haben. Ich habe jetzt final wieder alle meine Daily Subs am Start, die wirklich vor, ich glaube, vor 3 Tagen alle leer geworden sind. Das heißt, wieder Eiweißpulver am Start, geile Riegel auch für George, damit George was Geiles zum Snacken hat, Freunde, während den Cutten und so weiter. Rice Pudding, mein tägliches Frühstück. Und an der Stelle ganz wichtig, sehr, sehr geile Aktion am Start. 20% auf alles, gerade bei ESN. Mit Code Manuel, Freunde, nur mit Code Manuel, Freunde, wisst Bescheid. Hol dich einen Vorrat von sämtlichen Produkten, Freunde, die ihr braucht. Sei es Eiweißpulver, Pump Booster, sehr, sehr geil. Omega-3, die ganzen gesunden Sachen. Bin eh gerade ein bisschen angeschlagen, Freunde, deswegen ich baller mir da immer, wenn ich angeschlagen bin, eine doppelte Menge rein. Auf jeden Fall, Freunde, ja, wollte ich euch das ganz kurz zeigen, weil es absolut ein essentieller Teil für mich ist bei meinem Lifestyle und um einfach das Maximal aus der Performance rauszuholen, was Gym angeht, aus der Gesundheit und so weiter. Küsse euer Herz, Code Manuel bei ESN, ihr wisst Bescheid. Freunde, 6 Uhr morgens, gerade den Koffer zugemacht, ich bringe jetzt Lisa zum Flughafen. Und ja, dann heißt es auf jeden Fall Wiedersehen sagen. So eine Situation, bin ich euch ehrlich, das hatte ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Aber ihr kennt mich, Freunde, aus jeder Situation versuchen wir dann Learning zu ziehen. Ja, auch aus Verabschiedungen oder Trennungen sozusagen, kann man wieder was lernen. Deswegen, wir nehmen es so hin, wie es ist, Freunde. Ihr wisst, ich habe in den letzten Vlogs ein bisschen so erzählt, angerissen. Es ist richtig beschissen mit der Situation, was dieses ganze, ja, Visa etc. angeht. Aber wir geben unser Bestes, dass wir es schaffen und uns natürlich schnellstmöglich wiedersehen, Freunde. Jetzt lasst uns mal zum Flughafen fahren, Freunde. The last minute here with me. Okay, yeah, we have a little bit time until you fly. 1 hour or something. So, Freunde, wir sind jetzt da am Flughafen. Ihr seht, wir müssen auf jeden Fall warten. Wir verbringen jetzt noch die letzten Minuten zusammen. Ich habe hier einen Koffer. Auf Gentleman, Freunde, wisst Bescheid. Jetzt frage ich mich jedes Mal, wie viel los ist am Flughafen. Es ist so geistesgestört, wie viele Menschen es eigentlich auf dieser Welt gibt. Das sind meine Gedanken um 6 Uhr morgens. Now you're going from 25 degrees here in Dubai to, I think, -1 or 0. You will be very cold in this. But my sister gives me my jacket. Okay, that's good. Jetzt lege ich kurz noch die Cam weg, Freunde. Und ja, wie gesagt, genieße die letzten Minuten noch. Dann waren es nur mehr 2, George. Traurig, aber wahr. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Gym. Werden jetzt eine dicke Einheit ballern. Wir haben heute Pull Full Body am Start. Und ich schwör's euch, ich bin gespannt, wie die Einheit wird. Sehr schlecht gepennt. Konnte jetzt Gott sei Dank nochmal so 3 Stunden schlafen. Was gut ist, um ein bisschen, ja, Energie zu haben fürs Training. Ich werde mir jetzt definitiv noch ein bisschen Koffein reinballern, Freunde, damit wir eine gute Einheit haben. Und wir müssen auf jeden Fall ballern, Freunde. Ich glaube nämlich, dass ich nicht mehr allzu lange den Aufbau am Start habe. Vielleicht, ich weiß nicht, 1 bis 2 Monate oder sagen wir 2 Monate. Zweieinhalb sowas. Und dann will ich eigentlich schon eventuell slightly in den Cut gehen. Deswegen, Freunde, heißt jetzt nochmal all in. Das Beste einfach draus machen. Und es ist crazy, ohne Witz, wenn man 1,5 Monate oder so mit einer Person jetzt so eng aneinander ist und so weiter. Und die ist dann auf einmal so weg. Es ist wie so, als würde dir, keine Ahnung, übertrieben gesagt, deine Hand fehlen auf einmal so. Und es ist echt, echt heftig auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht irgendwie hier, ey, der Hardcore-Romantiker wirken oder so, aber es ist schon heftig. Kopf ist komplett Tomate da heute. Ich bin ein bisschen los gerade. Letzte gemeinsame Nacht, sagst du, nicht viel geschlafen, oder was? Nein, nicht zu übertrieben, Judge. Wirklich nicht. Wirklich nicht, Freunde. Ich glaube, wir sind wieder back in Thailand. Hey! Where are you from, guys? Thailand? Vietnam. Vietnam. Oh. Hello. You want to go to room with him? Definitely.
Freunde, so, bevor wir jetzt ein ernstes Wörtchen miteinander reden müssen, ganz wichtige Sache, Freunde, ihr wisst Bescheid, ich teile eigentlich so gut wie mein ganzes Leben mit euch. Mir macht das Spaß, Freunde, euch auf der Reise mitzunehmen, euch coole Sachen zu zeigen und so weiter, dass wir einfach zusammen geile Sachen erleben, sozusagen. Deswegen mein Tipp an euch, Freunde, abonniert auf Snapchat, Freunde. Ich poste da jeden Tag, was wir so jeden Tag machen, Freunde, an Restdays, an Trainingstagen, an coolen Tagen, wo wir reisen, alles zeige ich dort. Deswegen, es lohnt sich, edit dort, Freunde, Manuel Haas heiße ich einfach. Jetzt auf jeden Fall habe ich mir gedacht, anlässlich dazu, dass Lisa und ich jetzt sozusagen uns gezwungenermaßen für eine gewisse Zeit trennen mussten, keine Ahnung wie lange und so weiter. Ich habe bis dato nicht wirklich Informationen, es ist alles ein bisschen im Laufen, aber ich rede nicht gerne, bevor wirklich fixe Daten sozusagen feststehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ihr werdet das ganz, ganz bald erfahren. Digga, warum knirscht dieser Sessel so? Scheiß Sessel, Junge, halt's Maul. Ich halte mich kurz und knackig. Ich will euch einfach eine gewisse Sache mitgeben für euer Leben. Ich glaube, dass das viele gebrauchen könnten. Und es ist auch nochmal für mich so, wenn ich das immer so sage und rede, mir selbst auch nochmal ein bisschen einfach positiv zuspricht. Ich weiß nicht, mir hilft das einfach. Und zwar, manchmal trennen sich Wege. Auch wenn das jetzt nur für eine gewisse Zeit ist, aber für jeden, der schon mal in einer Beziehung war oder einen wirklich besten Freund hat oder enge Familie und so weiter, wenn man sich trennt, ist das nie ein nices Gefühl. Und es kann einen in ein Loch befördern, es kann einen einfach demotivieren, aber jeder einzelne Mensch hat die Wahl, was er aus dieser Situation macht. Du kannst eine Situation immer von einem negativen Blickwinkel und einem positiven Blickwinkel betrachten. Und das Wichtige ist einfach verdammt nochmal zu lernen, dass in jeder Situation, egal wie negativ sie für einen in erster Linie erscheint, man kann sich immer was Positives draus ziehen und immer dran wachsen und immer dran lernen. Und für mich war das jetzt einfach eine super ungewohnte Situation. Ich war seit 3-4 Jahren nicht mehr in einer Beziehung und ich konnte mich noch so slightly daran erinnern, wie das damals war, wenn man sich mal für eine gewisse Zeit getrennt hat und so weiter. Das ist einfach kein geiles Gefühl ist, wenn man eine Person wirklich, wirklich gern hat. Deswegen war es jetzt mal wieder halt einfach übelst ungewohnt, das nach 3-4 Jahren wieder zu spüren so, aber es hat mich einfach wieder daran erinnert, aus jeder verdammten Situation musst du das Beste rausholen. Ich küsse euer Herz, Freunde. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir planen coole Sachen. Ihr wisst Bescheid, wir liefern ab, labern nicht zu viel. Wir bemühen uns, Freunde, dass coole Sachen kommen. Ich küsse euer Herz. Danke, danke. Danke fürs Einschalten und ja, wie immer, Kommentar schreiben, Like, Abo da lassen. Peace, euer Manuel.